Sucker Punch, ja, Hallöchen, Puppchen und damit herzlich willkommen zurück zu, ja, Let's Play Ghost of Tsushima. Jo. Nach der Rettung deines Onkels kämpft Jin im Norden, um Burg Shimura zu sichern, ein strategisch wichtiger Ort, der unter der Kontrolle der Mongolen gefallen ist. Wer über die Burg herrscht, herrscht über die ganze Insel. Ich muss mich erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen, es ist nämlich ziemlich lange her, dass ich hier irgendwas gemacht habe. Ich habe Hirse früher gehasst, aber jetzt... Wir haben hier noch einiges zu entdecken, ne? Geschichte fortsetzen. Ach, warum nicht? Machen wir einfach mal weiter. Ich bin mal ein bisschen stiller, weil ich das Game unglaublich genieße und weil ich in der letzten Zeit viel zu viel aufgenommen und gequatscht habe. Aber ich habe ja gesagt, dass ich das Spiel nicht aufgeben werde. Komme ich hier so überhaupt hoch? Ja, komme ich. Ob das der richtige Weg ist, ist jetzt die andere Sache. Fehlt so ein bisschen so eine Mini. Das klingt nicht nach Kajiwara. Dann seid ihr törichter, als ich dachte. Jin, auf ein Wort bitte. Was ist denn los, alte Frau? Ich bin erschöpft. Masako, was ist denn? Ein gewisser Kajiwara hat die Mörder meiner Familie rekrutiert. Sein Name steht auf der Liste. Er wohnt in dieser Präfektur. Dieser Mönch weiß wo, aber er verrät es mir nicht. Junshin meint es gut. Ich rede mit ihm. Es kam ein Herde Rehe durch ein Feld voller Toter laufen. Junshin, schön euch zu sehen. Ebenso, Fürst Sakai. Fürstin Masako und ich suchen nach Kajiwara. Ihr wisst, wo er sich aufhält. Sie beschuldigte ihn schrecklicher Dinge. Ich fürchte um sein Leben, wenn sie ihn findet. Masako hat gute Gründe zu glauben, er habe die Mörder ihrer Familie rekrutiert. Das würde er nie tun. Er ist ein bescheidener Fischer, ein liebender Ehemann und Vater. Ich fürchte, sie ist blind vor Zorn. Junshin, ich muss mit ihm reden. Solange ihr es beim Reden belasst. Also die Gründe von den Mönchen finde ich durchaus gerechtfertigt. Also dementsprechend ja. Nehmt die Straße von hier zur Küste. Kajiwaras Hütte liegt am Strand. Ach, Masako. Und? Wir nehmen die Straße zur Küste. Danke für eure Hilfe, Mönch. Friede sei mit euch, Fürstin Masako. Was habt ihr bitte zu Junshin anderes gesagt als ich? Ihr hört mir nicht mal zu, als würde man mit einem Stein reden. Ich glaube, er hat Angst vor euch. Angst? Warum? Ihr seid mitunter etwas einschüchternd. In unserer Welt ist das nichts Schlechtes. Wir jagen einen grausamen, bösen Mann. Er war ein Mann unseres Clans. Zuverlässig und geschickt,
aber aufbrausend. Wir entschuldigten sein Verhalten, bis ich ihn dabei erwischte, wie er Frau und Tochter verprügelte. Der Feigling schlägt die eigene Familie. Da verbannte ich ihn. Auf der Stelle. Ich bot seiner Frau und Tochter Zuflucht in unserem Haus. Am Tag darauf gingen sie wieder zu ihm zurück. Es ist nicht immer einfach. Man möchte glauben, sie ändern sich. Ich muss mich erstmal mit der Steuerung wieder vertraut machen. Einfach aus dem Aspekt, dass ich viel zu lange dieses Spiel ignoriert habe. Und ich glaube, aktuell fahre ich keinen gesunden Gaming-Lebensstil. Einfach weil ich viel zu viele Spiele zeitgleich spiele. Und es sind halt meistens größere. Der Weg müsste zum Strand führen. Ohne die Pferde bemerkt man uns nicht so leicht. Wir müssen uns vorsichtig nähern. Ich will Kachiwaras Familie nicht gefährden. Warte mal. Da stehen noch wieder genug Leute. Das muss Kashiwaras Fischehütte sein. Die Mongolen waren da. Vielleicht sind er und seine Familie bereits tot. Sie könnten noch am Leben sein. Gehen wir. Und das hätte man nicht im Dingsbums machen können? Suchen wir im Haus nach Kachiwara und seiner Familie. Lebt hier nicht noch einer? Na gut. Ich will aber mal gucken, ob es hier noch irgendwas gibt, was ich mir holen kann. Die Klinge ist blutverschmiert. Sieht nicht nach einer Mongolenwaffe aus. Das ist ein Fischerwerkzeug. Das sind wohl Kachiwaras Frau und Tochter. Das hatte ich von Anfang an befürchtet. Haben die Mongolen sie getötet? Aber wo ist dann Kachiwaras Leiche? Neue Stoffballen. Kein Stoff. Seide. Das kann sich kein bescheidener Fischer leisten. Interessant. Masako, Fußspuren. Sie führen von der Hütte weg. Was, wenn Kachiwara überlebt hat? Einfach weggelaufen. Folgen wir den Fußspuren. Ich glaube, der hatte doch mehr Dreck am Stecken als Kachiwara gewollt. Fürstin Masako! Ein Mongolenangriff! Meine Frau und Tochter! Schweigt, Schlange!
Ihr habt sie getötet. Aus Liebe. Besser ich als die Mongolen. Sie wollten es so. Ihr krankes... Jin! Ihr habt die Mörder rekrutiert, die meine Familie töteten. Wer bezahlt euch? Sagt es, dann töte ich euch liebevoll. So wie ihr eure Frau und Tochter. Ich weiß nur, dass er es verstand. Was verstand? Wie es ist, von euch vernichtet zu werden. Wie ich in Armut versank. Was es meiner Familie abforderte. Ich ertrage kein weiteres Wort mehr. Alles, was er sagte, war gelogen. Außer, dass ich ihn ruiniert habe. Ich wusste, dass Sadao auch so denkt. Die Verschwörer verbindet ihr Hass. Der Clanangriff hat persönliche Gründe. Angestiftet von einem Samurai mit tiefem Groll. Aber wer könnte das nur sein? Wir finden ihn. Die hat doch mehr zu verbergen als gedacht. Brava, Sora. Technikpunkt. Oh nein, deaktiviert. Okay, die sind durch. Naja, ein paar Technikpunkte. Los jetzt, Sora! Warum ist Schnellreisen deaktiviert? Das verstehe ich jetzt nicht. Warum ist schnell... Jetzt geht's. Na. Oh. Wahrscheinlich wegen dem Ladebildschirm. So. Wo ist Junshin? Fürstin Masako! Sprecht, Mönch! Bitte hört auf! Wo ist Junshin? Masako, was tut ihr da? Diesem Mönch das Sprechen beibringen! Mein Herr, helft mir! Masako, überlass das mir. Gut. Aber wenn er bei euch nicht redet, bei mir wird er es. Ich dachte, sie würde mich töten. Euch wird nichts geschehen. Was wisst ihr über Junshin? Junshin half den Überlebenden am Rotlaut-Tempel. Doch die Mongolen plünderten ihn. Dann ist er in Gefahr. Wir werden ihn finden. Ich hab so das Gefühl, die ist ein bisschen zu energisch mit den Leuten. Was wollt ihr von Junshin? Er ließ meine Familie ermorden. Er rettete Flüchtlinge. Er stand nicht auf der Liste, die wir fanden. Er bekam im Tempel eine Nachricht. Sie war identisch mit der, die die Verschwörer bei sich hatten. Junshin sollte Vorräte für seine Flüchtlingslager erhalten. Im Gegenzug sollte er ihnen meinen Aufenthaltsort preisgeben. Das war nur ein Angebot. Es beweist nichts. Es beweist, dass er mit dem Mörder meiner Familie in Kontakt stand. Wir gehen dem auf den Grund. Wir reden mit Junshin. Ihr habt mein Wort. Man sah ihn am Rotlaubtempel. Ich traue der nicht. Die ist mir zu energisch und zu hasserfüllt. Bei
dann los. Wartet auf mich. Macht schnell. Höher! Wenn wir den Mönch finden, kümmere ich mich um ihn. Vergesst nicht, wir wollten mit ihm reden. Die Mörder meiner Familie redeten mit ihren Schwertern. Masako, ihr tötet Yunshin nicht, bevor feststeht, dass er schuldig ist. Euer Vater wurde ermordet. Habt ihr mit dem Mörder geredet? Fürst Shimura hat ihn aufgespürt und ihm den Kopf abgeschlagen. Ihr hattet eure Rache, Jin. Steht also meiner nicht im Weg. Ja, aber ich stehe deiner Rache nicht im Weg. Soll er nur... Ich will nur sicher gehen, dass er es auch verdient hat. Und nicht, dass du wie wild drauf losballerst. Genug! Bastarde, das büßt ihr! Ich hasse sie auf Tempelgelände ermordet. Wir müssen Junshin finden. Hier lang. Toll, ich habe keine Kunas mehr. Ich hasse der das. Der Tempel ist nah. Und der Mönch auch. Ich hasse Sperrkämpfe einfach. Okay. Aber schön, dass er mit seiner rechten Hand meinen Schwerthieb abblocken kann. Runter! Verstärkung. Ich muss Yunshin retten. Eieiei. Masako! Zur Seite, Jin. Er verriet meine Familie. Lauft! War mir so klar. Wenn wir kämpfen, siegen die Mongolen. Sie haben schon gewonnen. War mir so klar.
Freundin. Gebt mir den Mönch. Nein. Es hätte nicht so enden müssen. Oh, nach so einem hässlichen Kampf. Auch sowas noch. Ist doch mies. Wer war deine Freundin? Kind. Ein Mönch. Nein. Natürlich, klar. Ich sagte, überlasst mir den Mönch. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie jetzt dreimal diesen Angriff gespammt hat, den man nicht wirklich blocken kann. Meine Freundin, gebt mir den Mönch. Nein. Mit ihm reden. Reden ist nutzlos. Ihr gabt euer Wort. Ich gab mein Wort meiner Familie. War mir klar, dass sie alle einen Knall hat. Oh ja, was für Damage macht die, ey. Natürlich. Ihr verteidigt einen... Ihr wollt mit ihm reden. Reden ist nutzlos. Ihr gabt euer Wort. Ich gab mein Wort meiner Familie. Ihr hättet mir nicht im Weg stehen sollen. Alter Schwede. Man kann es auch ein bisschen übertreiben. Ihr wart eine Freundin. Gebt mir den Mönch. Nein. Verteidigt einen Mörder! Ihr wollt mit ihm reden! Reden ist nutzlos! Ihr gabt euer Wort! Ich gab mein Wort meiner Familie! Ja, natürlich! Ich sagte, überlasst mir den Mönch! Ich will zwar nichts sagen, aber man kann es mit den Duellen ein bisschen übertreiben. Ihr wart eine Freundin. Gebt mir den Mönch. Ihr verteidigt einen Mörder. Wir wollten mit ihm reden. Reden ist nutzlos. Ihr gabt euer Wort. Ich gab mein Wort, mein... Yeah!
ihr sie kommen? Sie sind der Feind! Ja, Masako. Ja, natürlich. Ihr gabt mir euer Wort. Beim Anblick von Junshin sah ich nur meine toten Enkel vor mir. Ihre vom Tod entstellten Gesichter. Und ihr habt ihn beschützt, Sakai. Da wolltet ihr mich töten? Habt ihr euren Verstand verloren? Ich habe alles verloren. Nein, ihr habt alles geopfert. Aus Rache. Und was empfindet ihr, wenn ihr an Ryozo denkt? Zorn darf uns nicht verzehren. Nicht blind machen für unsere Freunde. Ihr vertraut mir noch. Junshin kommt nicht weit. Wir spüren ihn auf. Masako, versucht nie wieder, mich zu töten. Werde ich nicht. Versprochen. Sucht seine Spuren. Ja, also, ich will zwar nichts sagen, aber ich hätte das nicht so leicht weggesteckt. Bin ich ganz ehrlich. Hier hat Sakai echt Balls bewiesen. Junshin ist hier entlang. Er ist wohl in den Wald gelaufen. Wenn wir Junshin finden, sollte ich zuerst mit ihm reden. Ihr vertraut mir also nicht. Wie dem auch sei, Junshin tut es nicht. Und er muss reden. Ihr habt recht. Doch vergesst nicht, Jin. Zum Reden braucht er nur seine Zunge. Ach, Masako. Auf der einen Seite kann ich dich verstehen, auf der anderen Seite vertrauen uns doch einfach mal.
Wer bot euch Vorräte für Informationen über Masako? Sie nannte sich Fürstin Hana. Lügner! Masako wartet. Wer ist Fürstin Hana? Meine Schwester. Sie wurde mit dem Rest meiner Familie massakriert. Sie besuchte mich vor 2 Nächten. Trug einen purpurnen Kimono mit goldener Schärpe. Ich weiß noch, sie roch nach Chrysanthemen. Nein. Nein. Ich erzählte ihr gar nichts über euch. Ich schwöre es. Verschwindet. Meine Schwester lebt. Sie ermordete die Kinder. Warum sollte sie euren Clan zerstören? Ich weiß es nicht. Aber ich werde sie finden. Ihr müsst das nicht allein tun. Trefft mich in Kamiyagata. So ein bisschen tut mir die Masako ja schon leid. Natürlich, die coole Samurai-Pose. Herrlich. Zu etwa im Stehen eingeschlafen. Wo sollte ich die Alte nochmal treffen? Ich bin jetzt gerade selbst leicht verwirrt. Naja, bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss.